Provinz, oder? Mittendrin. Eine absolute Scheißschande! Die Polizeiwache in einer nordrhein-westfälischen Kleinstadt soll geschlossen werden, weil es dort so gut wie keine Kriminalität gibt. Um die Schließung zu verhindern, beginnen die örtlichen Polizisten damit, Straftaten zu faken und simulieren eine aufwendige Ermittlungsarbeit. Ich soll klauen für die Bullen. Ganz genau. Was? Was? Egal was. Ja, nee, möchte ich nicht. Wir brauchen Straftaten. Straftaten sind die Basis unserer Existenz. Zur allgemeinen Information, wir haben gerade hier eine weitere Strafanzeige aufgenommen. Ja, irre. Faking Bullshit, krimineller als die Polizei erlaubt, ist das Remake der schwedischen Komödie Cops aus dem Jahr 2003. Mit der deutschen Version des Stoffes liefert heute Showmitglied Alexander Schubert sein Regiedebüt ab. Wir haben ihn und den Cast des Films zum Zoom-Interview getroffen. Man kennt dich ja schon aus ganz vielen verschiedenen Comedy-Formaten, der Sketch History, heute schon natürlich. Wie war es denn jetzt für dich, sag ich mal so, auf der anderen Seite der Kamera zu stehen und eben dein Regiedebüt zu verwirklichen und da eben auch so die ganze Verantwortung auf der anderen Seite zu haben? Ja, aber großartig. Ist ja eine Sache, die ich schon lange mit mir rumschleppe, dass ich das gerne machen will. Und mir hat es jetzt zum ersten Mal geklappt und ich bin nicht enttäuscht worden. War eine tolle Arbeit und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Würde ich jederzeit wieder machen. Genau, und was hat dich vielleicht auch so insbesondere an diesem Remake des schwedischen Originals gereizt? Also warum wolltest du das auch gerne jetzt adaptieren? Was mich gereizt hat, ist diesen Stoff aus dem Jahr 2003 ein bisschen mit gesellschaftlicher Relevanz zu versehen. Weil das ist so mein Steckenpferd. Also das ist nicht eine reine Adaption oder wie man Anfang der 2000er Filme erzählt hat, kann man heute nicht mehr nach meinen Vorstellungen. Und insofern lag das nahe, die an sich ziemlich simple Geschichte von den Polizisten eben dadurch mit gesellschaftlicher Relevanz zu unterfüttern und dadurch eine neue Qualität zu geben. Ich hoffe, dass das gelungen ist. Genau, ist es genau. Ich finde auch, er hat eben sehr gut so diesen Zeitgeist getroffen und so bestimmte Problematiken, wie unter anderem ja den Alltagsrassismus. Genau, und deswegen ist auch die Frage, inwiefern glaubst du denn, dass auch Comedy, besonders gut dafür geeignet ist, solche Problematiken vielleicht auch Leuten näher zu bringen, die da noch gar nicht so drüber nachgedacht haben? Ich glaube, dass Comedy und Humor grundsätzlich ein sehr gutes Medium sind, um Leute auf Situationen aufmerksam zu machen, weil sie eben ohne erhobenen Zeigefinger gehen und letztendlich ein gutes Gefühl provozieren für ein Thema erstmal. Man wird nicht sofort mit den Fakten und mit dem allen Schlechten, was drumherum ist, konfrontiert, sondern man hat erstmal einen angenehmen Erstkontakt, sage ich mal. Ich glaube, dass das Humor und dass wir das auch machen dürfen und machen sollten, gerade wenn wir solche Sachen wie Alltagsrassismus oder Frauenfeindlichkeit, überhaupt diese ganzen alltäglichen Diskreditierungen, die wir haben. Es liegt natürlich auch eine Menge Humor da drin, dass wir nicht mehr wissen, wie wir miteinander politisch korrekt umgehen sollen. Und diese Rumeierei macht es eigentlich noch viel schlimmer. Und ich glaube, dass ein Großteil bei aller Ernsthaftigkeit ist eine Möglichkeit, damit normaler umzugehen, ist Entspanntheit, sich diesem Thema gegenüber zu entspannen. Man kennt das möglicherweise von sich selber, wenn man untereinander mit einer entspannten Frau oder andersrum, ich mach's mal andersrum, damit keine Missverständnisse entstehen, weil auch die Männer hier und da sehr stark diskreditiert werden in unserer Gesellschaft, weil sie möglicherweise im Haushalt nichts zustande kriegen, was auch ein Klischee ist. Aber wenn man dem entspannt gegenübersteht, dann ist es nicht schlimm. Dann wird ein Thema angesprochen und es wird sensibilisiert auf das Thema, aber es wird nicht sofort eine Problemdiskussion und es werden nicht sofort Gefühle verletzt, obwohl ich auf der anderen Seite auch wirklich verstehen kann, dass aus der Historie heraus viele Leute den Humor verloren haben, was ich sehr, sehr schade finde. Sie widmen sich weiter in Ihrer Polizeiarbeit und ich werde mich etwas genauer mit Ihren Akten auseinandersetzen, um mir einen besseren Überblick über die Gesamtsituation zu verschaffen. Super. Das war's fürs Erste. Vielen Dank, das war ein sehr schönes Kick-Off-Meeting. War eher ein Kick-Ass-Meeting. Hm? Nichts, Mittag. Hagen. Erkan und Adrian, ihr wart ja auch Mitproduzenten. Ihr habt da nicht nur mitgespielt, sondern es auch mitproduziert. Ne? Genau, was hat eben für euch so diesen Reiz ausgemacht, also an diesem Projekt mitwirken zu wollen, den Film eben auch produzieren zu wollen? Für mich
Grundsätzlich war es halt, dass ich den Film wirklich den Originalen schon kannte. 2003 als Teenager mir den Film angeguckt habe und ich habe den Film wirklich sehr gefeiert und ich habe mir gedacht, so, okay, das passt eigentlich für Deutschland. Kann man halt super adaptieren und mit Migranten sozusagen kombinieren und das war in erster Linie halt die Motivation und nach einer bestimmten Zeit habe ich mir überlegt, oh, okay, wer könnte der passende Regisseur für das Projekt sein und da ich ja mit Alexander Schubert gut befreundet bin und er schon seit 30 Jahren im Comedy-Bereich etablierter Schauspieler ist und der das Timing-Gefühl halt super drauf hat, sind wir schnell zu dem Entschluss gekommen, dass wir das zusammen machen. Mhm. Und Adrian und ich sind sowieso jahrelang befreundet und das ist für uns schon selbstverständlich, dass wir immer zusammenarbeiten. Mhm. Genau, und jetzt so ein bisschen so eine Frage an euch alle vier. Also es ist ja so, wenn man so einen Film sieht, ne, das sieht immer alles so locker leicht aus, das macht halt irgendwie Spaß. Also wie ist denn das, wenn ihr dann so am Set seid und in diese Figuren oder einfach diese Figuren spielt? Ist es dann, dass man relativ schnell reinkommt, weil das eben, man merkt dann auch, ja, das ist total, ne, gut geschrieben und man fühlt sich so in die Figuren rein oder ist das wirklich so harte Arbeit, dass das dann auch immer alles so witzig aussieht? Ja, so beim 15. Take... wenn man dann schon ein bisschen müde macht. Ne? Und ich meine, wir haben auch so Momente gehabt, wo man dann sagt, jetzt geht überhaupt nichts mehr. Weißt du noch, der Ärger? Ja. Wenn man so einen Wortdreher drin hat, den man nicht mehr rausbringt, oder plötzlich das Timing nicht ankommt, das artet dann schon in harte Arbeit aus. Genau, also klar, wir hatten teilweise echt lange Drehtage und natürlich zieht das irgendwann natürlich, verzerrt es natürlich dann auch an der Konzentration. Und umso wichtiger ist es aber auch, dass man dann versucht hat, weiterhin konzentriert zu bleiben, um halt das noch hinzukriegen. Ja. Und Alex ist halt auch ein sehr anspruchsvoller Regisseur, von daher war das auf jeden Fall auch, ich mein Teil auf jeden Fall auch harte Arbeit. Ja. Ja. Aber mit viel, viel, viel Spaß verbunden. Ja. Also. Ja, ich muss dazu auch noch sagen, natürlich, wenn man auch mega kollegial ist und sich auch gut versteht und untereinander sich auch gut unterstützt, dann hat man auch im Hinterkopf halt diese Sicherheit halt, ne? und dass du jetzt von deinem Gegenüber nicht irgendwie fertig gemacht wirst, sondern wirklich auch unterstützt wirst und alle an einen Strang sozusagen ziehst. Ne? Ich bin von der Polizeidirektion Düsseldorf damit beauftragt worden, hier ein Audit durchzuführen. Ein was? Ein Audit. Audit? Nie gehört. Was ist das? Eine Art IR. What? Interne Revision. Wir werden geprüft? Warum? Ja, früh sind wir noch gelobt worden. Eben. Ja, ich kenne ein bisschen Ihre Kriminalitätsstatistik und... Die ist ja wohl mega. Hier ist alles in bester Ordnung. Hier ist überhaupt nichts los. Genau, das bisschen, das wir hier zu tun haben. Moment mal. Soll die Wache geschlossen werden? Und nochmal eine Frage jetzt quasi zu deiner Funktion als Regisseur. Bist du dann auch jemand, der sehr perfektionistisch ist und sagt, okay, ich will das jetzt wirklich genauso, wie ich es im Kopf habe? Oder ist es dann so, dass dann auch vielleicht in manchen Situationen so eine Improvisation stattfindet und du halt merkst, ah, das kann man ja auch so machen? Also vielleicht kannst du nochmal da einen kurzen Einblick geben. Ja, es ist grundsätzlich alles dem Budget untergeordnet. Ja? Also das ist die Erfahrung, die ich auch machen musste, eigentlich erstmal eine ganz mathematische Aufgabe. In wie kurzer Zeit muss man wie viel Sachen in den Kasten kurbeln, damit wir am Ende einen fertigen Film haben. Und auch was Ausstattung und so angeht, muss man grundsätzlich Kompromisse machen. Es ist, man ist nicht auf dem Sektor, wo man High-Level sagt, entweder es ist so oder ich drehe es nicht. Das ist eine völlig falsche Herangehensweise, sondern das ist das, was ich auch mache, so schätze, dass es immer ein Miteinander ist und eine Kompromisslösung. Und dadurch entsteht wieder eine neue Kreativität. Und insbesondere bei Low-Budget-Filmen kommt man gar nicht drum herum, solche Kompromisse zu machen. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch nicht losgelassen, bevor ich nicht das hatte, was ich unter den Umständen haben kann. Also wir haben uns nicht frühzeitig zufrieden gegeben, weil er sagt, ja komm, ist egal. Wir haben schon immer versucht, das Optimum aus der Situation rauszuziehen und die beste Arbeit zu machen, die wir machen konnten. Möchten Sie den Fall zur Anzeige bringen, Herr Jungmas? Nein, das ist doch nur 2 Euro, ist schon alles okay.
Im Sinne der öffentlichen Sicherheit halten wir es aber für dringend erforderlich, dass dieser Fall zur Anzeige gebracht wird. Nein, nein, wirklich. Meine Familie ist gesund. Das ist das Wichtigste für mich. Vergiss doch mal für eine Sekunde deine Familie, Mann. Hier geht es um einen Dir, Olaf. Der Film spricht ja sehr viele Themen an. Klar, es geht ja eben im Hauptthema um diese Rationalisierung, dass ja irgendwas gestrichen werden soll. Dann kommt aber natürlich auch sowas wie Alltagsrassismus zur Sprache. Was glaubt ihr denn, inwiefern ist Comedy auch gut dafür geeignet, solche Probleme zu thematisieren und vielleicht bei manchen Menschen noch tiefer ins Bewusstsein zu rücken? Ich glaube, es ist ein total guter Weg, eben um das ins Bewusstsein der Menschen zu bekommen, weil es halt eben nicht mit dem Fingerzeig ist, sondern eher mit so, ich kenne es mir, so ging es mir zumindest beim Lesen, dachte ich mir auch krass. Ja, das habe ich auch schon öfter so und so von verschiedensten Leuten gehört und die selber würden sich wahrscheinlich nie die Frage stellen, war das jetzt vielleicht rassistisch, war das jetzt vielleicht, habe ich jetzt denjenigen angegriffen und das macht den Film ganz toll, dass man sich am Ende diese Frage, also wenn man das hoffentlich jetzt schaut und dass dann auch diese Fragen aufkommen und man sich selber quasi eher dabei erwischt, dass man vielleicht nicht immer richtig oder Dinge richtig angesprochen hat oder es richtig verpackt hat. Das finde ich sehr angenehm, dass, wie der Film das in die Köpfe der Leute bringt. Ja. Aber das wäre ja auch eigentlich eine Frage, die man mir stellen könnte, wie es bei dir gehört hat, weil wir haben ja viele Ideen, was wir so in so einem Film reinpacken wollen. Die Frage ist, wie funktioniert das als für den Zuschauer? Genau, also es ist ja, wie du auch schon gesagt hast, man ertappt sich dann selber dabei, dass man ja manchmal immer noch in diesen Denkstrukturen drin ist. Und jetzt gerade so mit dieser ganzen auch Black Lives Matter Diskussion merkt man ja wirklich auch, also wie unsere Gesellschaft ja, ne, irgendwie so ein bisschen, also einfach diesen Alltagsrassismus ja auch immer jetzt nicht gefördert hat, aber wie solche Strukturen halt da waren, wo jetzt, glaube ich, auch, also so mein Empfinden, also generell bei vielen einfach so ein Umdenken stattfindet, dass man viel mehr Sachen hinterfragt. Warum, ne, sieht man eigentlich Sachen so oder warum, wenn man so eine flapsige Formulierung mal fallen lässt, dass sich dann wer anders da vielleicht auch viel, viel, also krasser irgendwie auch wirklich getroffen fühlt, als man, ne, so denken würde. Also von daher ist, sage ich mal, wenn es eben so eine Intention war, die ist also bei mir als Zuschauer auf jeden Fall angekommen. Super. Man muss ja auch dazu sagen, dass wir die Produzenten quasi unter anderem, das Alexander hat ja auch mitproduziert von Lenk, aber sag ich mal, Erkan und ich und Resa und also eigentlich wir alle sind ja, haben eine sag ich mal, immigrative Immigrationshintergrund. Mhm. Kann man das so sagen? Also wir sind alle irgendwie deutsch und haben noch eine zweite Nationalität. Ich denke, dass ja, das ist dann ganz natürlich, dass wir da ja auch mit solchen Themen umgehen und irgendwie das hier in einen Film mit reinbringen, ohne aber mit dem Zeigefinger die ganze Zeit darauf zu zeigen. Das ist uns wichtig. Genau. Und genau, dann auch die vielleicht die Rückfrage, also wie ist dann so eure Wahrnehmung von Alltagsrassismus? Also habt ihr das Gefühl, das ist irgendwie, ja, war schon immer da, ist gleichbleibend, wird vielleicht besser oder wird es sogar eher schlimmer? Es scheint im Moment ja schlimmer zu werden. Ne? Also, ja, für mich war halt eben er auch Ausländer. Ein Schweizer. Und habe lange Jahre in Deutschland gelebt. Und habe dann am Anfang, bevor ich dann so eine Daueraufenthaltsgenehmigung bekam, musste ich jedes Jahr ins Amt. Und da zwischen den Leuten aus Kamerun und Senegal und Südafrika musste ich da anstehen. Bis ich dann irgendwann nach Stunden endlich meinen Stempel wieder bekam. Also, da hat man es dann so gespürt, wie das so ist. Während sonst natürlich die Leute immer dachten, auch wegen meines Namens, ich sei Deutscher. Und dann immer gar nicht glauben wollten, dass ich gar nicht bin. Aber da war es dann eben. Und da hat man also von den Beamten halt auf den Boden Rassismus abgegeben. Okay. Und deswegen kann ich da sehr, sehr mitfiebern. Genau. Ich persönlich habe das jetzt in Deutschland nicht so stark mitbekommen, weil ich halt eben nicht jetzt irgendwie, klar, ich habe blonde Haare, ich sehe halt nicht irgendwie gleich auf den ersten Blick ausländisch aus. Und ich habe keine Haare, ne? Ja, aber er kann, ich glaube, so in der Kindheit und Co. hat wahrscheinlich hier und da ein bisschen mehr erlebt als ich. Aber wie gesagt, ja, ich glaube, dass der Rassismus an sich in der ganzen Welt zugenommen hat. Also, das ist kein deutsches Phänomen. Das würde ich jetzt gerne damit zum Abschluss sagen wollen. Ja, würde ich bestätigen. Gutes Schlusswort. Dann genau, also vielen Dank und ich wünsche euch ganz viel Erfolg mit dem Film und ja, drückt die Daumen, dass ihn viele Leute anschauen. Dankeschön. Danke. Vielen Dank. Gerne. Bis dann. Jo, ciao. Bisschen wie im Fernsehen, oder?
Kinoskyner.